Sehr interessante Ansicht hier. Willkommen zurück zu SpongeBob Rehydrated, dachte Bikini Bottom, whatever. Ja, wir waren hier bei den Quallenfällen stehen geblieben, stimmt. Will ich jetzt aber gar nicht weitermachen. Nee, ich würde tatsächlich jetzt zum Seetangwald aufbrechen wollen. Also zu einer neuen Welt. Und ja, das hier machen wir irgendwann später dann vielleicht mal. Aber da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich will jetzt ein neues Level starten, weil das passt ein bisschen besser. Ich denke, den ganzen Bereich, da können wir dann nochmal irgendwann anders erkunden, wenn es zeitlich vielleicht noch gerade so ans Ende eines Parts passt oder was. Auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, ich will mir dafür eigentlich Zeit nehmen, aber lasst uns einfach ein neues Level anfangen. Wir haben noch ein paar vor uns, 3 Stück. Da wären wir im Seetangwald. Eine interessante Gegend mit vielen Sehenswürdigkeiten. Für all jene, die sich nicht hoffnungslos verlaufen. Ach ja, der Sound erinnert mich jetzt wieder an Mohunkart. Ach ja. Ach so, ja. Das ist schon ein Erfolg. 3 Sekunden im Level und sterben, ja. Ich finde, das hat eine Trophäe verdient. Okay, ja, das waren die komischen Dinge. Teleporterkiste, wo ist die denn? Ach, da drüben, okay. Ja, das Level, ich glaube, da habe ich ein bisschen Zeit drin verbracht, weil es halt echt nicht so einfach ist, hier alles zu finden und teilweise auch zu verstehen, was ich machen muss. Also, ich erinnere mich da noch an eine Stelle, wo ich irgendwas zu einem zentralen Punkt bringen muss später. Das habe ich irgendwie gar nicht hingekriegt und verstanden. Und da drüben muss ich gut sein, das weiß ich auch noch, weil uns das zu einer Socke wahrscheinlich führt oder zu einem Pfannwender. Eins von beidem. Könnt natürlich auch direkt wieder gucken, was es hier gibt. Wenn ich denn die Menüsteuerung hinkriegen würde, Details da. 7 Socken gibt es und natürlich 8 Pfannenwender wie immer. Jetzt weiß ich nicht, ob es reicht, hier einfach hinzuschleichen. Wie war das denn? Gucken wir uns nochmal an. Ne, ich muss eigentlich nur da hinschleichen und einen Doppelsprung machen, oder? Oder ich muss das, glaube ich, mit Patrick sogar machen, ne? Dreifache Schrecken! Ich glaube, ich muss das mit Patrick machen, weil ich diese. Eieieiei. Weil ich diese Wurffrucht brauche. Oder komme ich damit da hoch? Ich komme damit, glaube ich, auch da hoch, ne? Ja, okay, gut, das geht. So, passt. Alles gut. So, und von hier aus können wir dann nämlich da hoch. Und ich glaube, da kommen wir irgendwie über diesen Fluss, den wir da vielleicht schon... Ach, oder auch nicht. Hier ist einfach direkt die Socke, okay. Das mit dem über den Fluss war dann wohl was anderes. Wir wissen nämlich auch, glaube ich, irgendwie so verirrte Touristen oder was das waren. Müssen wir retten. Und da bekommen wir gleich die Mission für. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hier mit den Dudes aussah. Muss man einfach nur rechtzeitig alle töten, glaube ich. Ja, mein Gott, war das schlecht. Auf jeden Fall extremst nervige Gegner. Und ich frage mich, ob ich hier jetzt sonst noch was übersehen habe. Achso, da konnten wir durchbowlen, genau, wenn ich Bock drauf hätte. Habe ich auch irgendwie. Weil. Ja, top. Ich glaube, das hat was gebracht, also eine Socke. Meine ich, mich erinnern zu können. Ja, sage ich doch. Aber wir müssen auch nur so alle treffen. Also wir müssen nicht einmal auf alle treffen. Wir müssen die nicht alle auf einmal treffen. Das wollte ich sagen. So. Und jetzt können wir auch mal die erste Quest hier annehmen, nachdem wir schon 2 Socken gesammelt haben. Der Unterricht findet doch heute nicht hier statt, oder? Nein, SpongeBob. Wieso fragst du? Du glaubst doch nicht, dass wir den Unterricht hierher verlegen, um uns vor dir zu verstecken, oder? Wie albern. Ich sammle Zweige für den Winter. Ja, genau. Ach, kann ich helfen? Ich habe ein Verdienstabzeichen fürs Zweigesammeln. Eigentlich könntest du mir bei etwas anderem helfen. Diese Roboter sind aufgetaucht und haben die Schüler, ich meine die Camper, in den Wald verscheucht. Jemand muss losgehen und sie suchen, bevor... Ich helfe Ihnen, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Danke, SpongeBob. Ich sorge auch dafür, dass du eine schöne Belohnung bekommst, wenn du alle findest. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich ungeduldig bin, wenn ich manchmal Dialoge wegdrücke. Ich verstehe einfach nur nicht, wann sie zu Ende sind. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass das Spiel halt einem selber die Möglichkeit gibt, beziehungsweise dass es einen selber dazu zwingt, Dialoge selber vorzudrücken. Also das scrollt halt nicht automatisch so, was
ich eigentlich erwarten würde. Ich weiß aber nicht warum. Meine Größe. Keine Ahnung. Naja, hier ist auf jeden Fall erstmal ein Schalter. Wenn wir den treffen würden, könnten wir auch sehen, was der macht. Der lässt hier Blätter erscheinen. Und dann können wir mal den ersten Camper hier holen. Noch ein paar glänzende Objekte. Nein, die gehen ja runter. Ich wollte eigentlich verhindern, dass ich da runter falle. Aber hier gab es auch auf jeden Fall noch was. Ich glaube, hier gab es doch irgendwas, wo man den... Was ist denn da los? Ich glaube, da draußen haben sich... Ja, SpongeBob guckt auch schon ganz verstört. Ich glaube, die Hunde da draußen haben sich gerade irgendwie ein bisschen gestritten. Es klang extremst brutal, was ich so gehört habe. Alter, warte. Ja, genau, da drüben. Da müssen wir... Ich glaube, da drüben irgendwie auf einem Schalter stehen und dann da hinbowlen mit unserer neuen Fähigkeit. Irgendwie sowas war das. Aber da ich jetzt nicht weiß, wo der Schalter da ist, wo ich da drauf stehen muss, ist das aktuell sowieso noch nicht relevant. Wir müssen jetzt erstmal hier den Camper befreien. Oder retten oder was weiß ich, weil frei ist er ja eigentlich. Der kommt nur nicht mehr zurück. Weil er blöd ist. Das sind ja irgendwie die meisten Charaktere in SpongeBob. So. Ja, wobei, das kann man, glaube ich, so auch nicht sagen. Ich meine, wir haben immerhin Sandy, Plankton, Mr. Krabs ist sicherlich auch nicht blöd. Der schlägt aus jedes mögliche Geschäft, was sich ihm bietet, auch wenn es noch so klein ist, sind da warm. Blöd ist er sicherlich nicht. Nur halt extremst gierig. Und geizig sowieso. Komme ich jetzt von hier aus noch an irgendeinen tollen Ort? Ich weiß halt nicht mehr, was da drüben war oder ob wir da auch überhaupt hinkommen irgendwie. Da kommen wir mal später zurück, ne? Ja, so war das, meine ich. Deswegen erinnere ich mich noch an die Stelle da. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, von hier aus vielleicht darüber wieder, ja? Das klappt auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir hier wieder zurück an Land. Okay. Ach, hier ist noch eine Bushaltestelle. Ich frage mich nur, wofür ich diese Wurfhut überhaupt brauche. Oder war es echt ab... soll ich da echt mit Patrick drauf? Oder ist die halt wirklich dafür da, dass ich auch als SpongeBob hier ist? Ist auch egal. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Genützt hätte mir die Wurfrusch auf jeden Fall schon was. Ob ich das vielleicht anders machen sollte, ist ja eigentlich komplett egal. Genau meine Größe. Ah ne, hier war der Schalter. Und da ist ja auch sogar so ein Symbol drauf. Ich glaube, das war damals aber anders. Könnte ich mich jetzt spontan nicht daran erinnern, dass es da auch schon so war. So eindeutig von wegen, ey, da brauchst du aber was anderes für. Ach, weißt du was, ich lasse euch einfach am Leben. Ihr seid mir echt zu blöd. Ich will halt nur gerade mal durchkommen. Ich frage mich, warum hier hinten im Urwald so viel glänzendes Zeug ist, glänzende Objekte. Weil das fühlt sich hier halt schon richtig out of bounds eigentlich an. Es gibt ja hier auch nichts außer diese Objekte. Ich laufe hier einfach mal lang. Vielleicht finde ich ja trotzdem noch irgendwie was Verstecktes. Ich möchte es nicht ausschließen. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Spawnmaschine. Wir räumen das Level gerade so ein bisschen von hinten auf. Und hier ist auch schon der erste Pfannenwender. Also das Level fühlt sich gerade, zumindest so wie ich es spiele, nicht sehr linear an. Eigentlich kann man es relativ linear durchspielen, aber ich mache halt gerade das komplette Gegenteil. Und da unten bräuchte ich dann den Patrick auch wirklich. Ist hier denn jetzt der Schalter vielleicht irgendwie? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich suche den ja noch so ein bisschen, da drüben vielleicht auf der Plattform dann. Also da brauchen wir auf jeden Fall Patrick, das ist klar. Er hätte mich eigentlich treffen sollen, glaube ich. Nee, okay. Tja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal mit Patrick hier hingehen. Denn den brauchen wir dafür auf jeden Fall für die Frierfrucht. Und langsam nervt ihr mich doch. Weg mit euch. Wenn man sich nicht komplett scheiße anstellt, geht das aber eigentlich. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, wo die Bushaltestelle war. Hier unten? Ja, okay. Wunderbar. Dann machen wir das schnell. Links ist jetzt links, ne? Moment. Ja, genau. Es ist falsch rum. Ich muss es jedes Mal nochmal überprüfen, weil... Wie gesagt, ich finde es ein bisschen intransparent bei Steam, ob man da jetzt ein Update mal mittlerweile hat oder nicht, aber... Ich glaube, es gab halt wirklich einfach noch kein Update und deswegen habe ich das auch nie mitbekommen, weil es halt keins gab. Und, naja. Meine Meinung kennt ihr dazu. Aber gut. Dauert sicherlich auch da immer wieder. Also es gibt ja
Man muss ja sagen, in diesem Spiel gibt es halt einfach viel zu viele Bugs. Die müssen halt auch erstmal alle gefixt werden. Erstmal natürlich reproduziert werden und dann irgendwie halt gefixt werden. Das geht sicherlich alles nicht so schnell. Trotzdem nervt man sich natürlich als Spieler daran. Extremst. Kann ich was gegen dich machen als Patrick, sag ich mal? Wieder so eine komische Floskel, die ich da jetzt verwendet habe. Bei dem Wasserfall da vielleicht? Gucken wir mal, wo was war. Bringt auf jeden Fall nichts, die Frierfrucht einfach nur gegen Felsen zu schmeißen. Erstmal eine Stelle finden, wo hier Wasser ist, wo auch wirklich mal was passiert. Ja, hier ist eine Socke. Wunderbar. Das heißt, ich habe einen Fallenwände. Niklas. Kannst du mal sprechen lernen? Einen Fallenwände habe ich jetzt und drei Socken, glaube ich. In diesem ersten Bereich. Und einen Camper und hier müsste wahrscheinlich noch irgendwo einer sein. Also es sieht sehr danach. Ach, guck mal, hier ist der Schalter. Hier ist der Schalter für SpongeBob. Ja, jetzt sehe ich es auch. Okay. Ja, gut. Ich glaube aber, ansonsten wäre es das auch mit Patrick hier schon wieder. Diese eine Sache halt erledigen und ja, dann können wir auch schon wieder wechseln. Dann machen wir das jetzt direkt. Dürfen wieder 50 Kilometer laufen. Ich wollte schon sagen, kriege ich auch mal die ganzen Objekte. Ja, bekomme ich. Nur wieder sehr spät. Hier passt die Musik wenigstens auch nicht so mit dem Einspieler von Rock Bottom. Das war aber auch, glaube ich, schon so im Original. So, so. Das heißt, dann kann ich da oben irgendwo lang und kann dann da den Schalter betätigen und tolle Sachen machen. Vielleicht sind die auch gar nicht so toll, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich brauche sie. Dich brauche ich hingegen nicht. Ich ignoriere dich jetzt einfach. Du bist mir zu blöd. So, ja, ja, ja. Ich habe irgendwie gedacht, die Federn. Tun sie nicht. Weiß ich jetzt auch. Und jetzt Kamera-Action. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Mit der invertierten. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Spoiler, nein. Doch. Aber es war zum Glück auch nur geradeaus. Also das war jetzt kein Mega-Aufwand. Ist das jetzt was Neues? Also bringt mir das effektiv was? Ich bin mir da gerade nämlich nicht so ganz sicher. Jetzt ist er natürlich eh wieder deaktiviert, oder? Ist das nervig. Kann man das hier sehen irgendwo? Wo war der denn? Ich weiß aber leider nicht genau, was der da... War das nicht hier irgendwo? Ach, ich suche einfach nochmal den Schalter und gucke, ob er aktiv ist oder nicht. Und hier fickt mich natürlich wieder alles, was mich ficken kann. Doch. So, wo ist er denn? Da ist er. Und er ist aktiv. Das ist tatsächlich überraschend. Hätte ich nicht mit gerechnet. Jetzt ist trotzdem die Frage, was genau ist überhaupt passiert? Das ist halt das Problem, dass es hier einfach viel zu viel los ist. Im Urwald. Aber hier oben war ich generell noch gar nicht, oder? Ach, beim Camper befreit. Schön. Oder gefunden. Da weiß ich nicht. Aber hier jetzt weiter, oder? Oder war auch diese... Hier brauche ich jetzt wieder den Patrick. Ach, Mann. Ich glaube, das hier... Generell, diese beiden... Zweige... Weiß ich nicht, sind jetzt da hochgefahren. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es schwer, sich zu merken. Bei den ganzen Kamerafahrten, bei dem ganzen... Urwald, der hier halt einfach ist. So, ich hoffe, jetzt können wir ja auch mit Patrick durch, weil langsam ist es schon... Es wäre halt nur halb so nervig, wenn dieser Bug nicht existieren würde, ne? Aber er ist halt da. Kann man leider gerade nichts machen. Ach, und da komme ich noch irgendwo anders auch hin, wie es aussieht. Fragt mich nicht wo, ob da einfach darüber oder... Da müsste ich aber schon gewesen sein. Ja, ja, genau, da war ich schon, okay. Gut, schauen wir mal. Den brauchen wir jetzt für den Schalter da. Passt das? Ja, das passt. Du musst aber da bleiben. Ja, ja, die kommt wieder. Wenn sie irgendwann mal verrottet da unten. So. Oder platzt. Weiß ich nicht. Bleib da und zack. Jetzt kommt da ein Blatt. Okay, okay. Die Melone brauche ich aber noch für da unten, ne? Ja, sieht so aus. Da gibt es keine extra Melone. Ich glaube aber, das passt von der Weite her, ne? Nein! Kritisch. Ich weiß leider nicht,
ob ich einfach so mit der Melone auf dieses Blatt hier kann. Das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht provozieren. Oh Gott, war das knapp, aber es reicht. Doch, es reicht für die Melone. Sehr gut. Vielleicht mache ich es mir auch wieder unnötig kompliziert und stressig, aber ich bin auf jeden Fall hier. Das ist ja schon mal gut, würde ich sagen. Ja, okay, das sieht sehr danach aus, als könnte ich mit der Melone hier springen und alles. Oder, ja, okay, ich kann auf jeden Fall auf die Blätter halt drauf, okay. Das heißt, ich jetzt mir definitiv... Patrick? Was war das, ein Slam Dunk oder was? Ohne Korb. Ja, okay. So wird das natürlich nichts, Kollege. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite werfen und der knallt die Melone einfach mal auf den Boden und das war auch einfach die falsche Taste. Aber jetzt bin ich vielleicht auch noch ein bisschen schneller unterwegs. Das ist... Was machst du denn, du... Ich will einfach nur, dass er in die Richtung guckt und wirft. Und er schmeißt das Ding einfach auf den Boden. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier bouncen soll, ne? Nee, soll ich nicht. Dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was er da macht. Er soll nämlich eigentlich nur das machen, was ich möchte von ihm. Was er machen soll. Und das macht er halt irgendwie nicht. Ja, wo willst du denn hinwerfen? Der will da unten irgendwas will er erreichen. Da soll er aber nichts erreichen. Ich soll ja auch nicht da runter und dann noch das Blatt oder irgendwas. Ich soll quasi hier dann rüberspringen. Und ich schätze mal, ich soll die Melone da einfach rüberwerfen. Wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht ist es auch was komplett anderes, aber ich weiß gerade nicht, worauf die dann hinaus wollen. Und ich finde es jetzt nicht in Ordnung, wenn ich jetzt erstmal alles töten muss dafür. Weil der Dödel da unten irgendwas anvisiert. Ja, das kann es auch nicht sein, oder? Danach sieht es aber gerade ehrlich gesagt aus. Weil ich kann ja auch nicht, wenn ich jetzt hier das Blatt benutze. Darauf könnte ich ja theoretisch mit der Melone laufen, aber das funktioniert auch nicht. Das Problem ist, ich komme halt nicht wieder so schnell hoch, wenn ich jetzt da runter gehe, um die zu töten. Versuchen wir doch vielleicht einfach mal von hier aus jetzt die Spawnmaschine. Das funktioniert auch nicht. Ja, was können wir denn tun? Ach so, jetzt funktioniert das von hier aus. Von hier aus visiert er da unten keinen Dödel an. Aber da reicht die Weite nicht. Ist das... Verstehe ich jetzt nicht, wie das eigentlich gemacht werden soll, oder ist das wieder einfach nur richtig scheiße gemacht? Ich tippe ehrlich gesagt auf Zweiteres. Weil ich mich ja für super genial halte. Es fuckt mich ehrlich richtig ab. Ich meine, man sieht ja auch, da fehlt nicht viel gerade. Bei dem Versuch, wo ich ja wirklich werfen durfte. Deswegen würde ich nicht darauf tippen, dass es irgendwie anders gelöst werden soll. Es ist halt einfach nur extrem dumm, dass er unten irgendwas anvisiert. Und ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das irgendwie ändern kann. Ach, jetzt geht's. Jetzt wirft er auch weiter. Aber warum darf ich denn von weiter rechts nicht, weil er unten was anvisiert? Warum visiert er überhaupt da unten? Oh, nochmal! Ich find's ein bisschen sehr unnötig fummelig gemacht. So, jetzt haben wir auch den dritten Sack hier gerettet. Und wir könnten nochmal in unseren Tod springen. Also versuchen, das Ding da zu erreichen. Und ich wette, das würde in unseren Tod führen. Deswegen lasse ich das auch einfach. Na, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Und jetzt erledige ich erstmal diese Spawnmaschine, weil die mir jetzt so viel unendliches Leid zugefügt hat. So. Einfach nur, weil sie da war und ein Ziel zum Anvisieren war. So. Dann gehen wir so einfach mit Patrick weiter. Keine Ahnung, wie wir jetzt als nächstes brauchen. Ist mir auch egal. Kein Bock zu wechseln. Seetangsumpf. Wow, ey. Der letzte Camper hier. Also, ich glaube, es war der letzte. Sonst habe ich jetzt jedenfalls keinen gesehen. Und jetzt kommt auch schon die blöde Mission. Viel mehr gab es hier auch eigentlich, glaube ich, gar nicht, als diesen großen Bereich, der jetzt kommt. Könnte ich mich gar nicht dran erinnern, aber der ist halt wirklich groß und ich habe mich halt sehr oft verirrt. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Hi, Mr. Krabs. Was machen Sie denn hier? Ahoi, Patrick. Ich versuche, 3 Steintickis auf diesen Sockel zurückzustellen, damit ich über diese Brücke zur Seetanghöhle komme. Da drin könnten Kunden sein. Ich habe 3 Tickis in dieser Gegend gesehen, aber mein altes Hirn hat keine Idee, wie ich sie hierher bringen könnte. Darf ich es probieren? Klar, warum nicht? Unterhaltung ist immer gut. Sollte es klappen, gibt es da oben einen goldenen Pfannenwender für dich. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Ich finde Patricks Stimme auch echt nicht mehr störend, muss ich sagen. So, drücke diesen Schalter, um den Stein-Tiki zurückzusetzen. Ja, das wollen wir in der Regel erstmal nicht. Sondern wir wollen die Stein-Tikis hier alle schön zusammen platzieren. Und so leicht wie der erste ist natürlich der Rest nicht.
Und ich habe mich bei einem halt wirklich extremst blöd angestellt, beziehungsweise es mir extremst schwer gemacht. Jetzt fragt mich aber nicht, was ich versucht habe und was der eigentliche Weg war. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es wieder falsch mache. Ich habe versucht, den ganz komisch um die Ecke zu werfen oder irgendwie sowas, das weiß ich noch. Obwohl es einen einfachen Weg gegeben hätte. Das war, glaube ich, die kurze Zusammenfassung meines Problems damals im Original. Ja, wie gesagt. Schauen wir mal, ob ich das diesmal verstehe, was eigentlich der Weg wäre. Der vorgesehen ist und entsprechend auch viel einfacher umzusetzen ist. Zack. Ich dachte, das klappt. Ich finde es auch ein bisschen dreist, dass es nicht klappt. So. Zwei Unterhosen habe ich noch. Das ist wenig. Das sind nämlich gerade mal 33%. Aber gut. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Da unten haben wir auf jeden Fall noch was für Patrick direkt. Und auch einen Schalter. Ich war eigentlich noch gar nicht drauf gelandet, aber ist auch okay. Und der öffnet jetzt diesen Pfannenwender. Ist das denn ein... Das ist ein Zeitschalter. Und das war extremst kacke jetzt, weil... Genau die Wurfrucht... Wurfrucht sage ich schon. Diese Frierfrucht brauche ich dafür. Und jetzt gibt es hier auf einmal zwei Counter, was auch sehr interessant ist. Weil wir jetzt einmal den Counter für das gefrorene Wasser haben und einmal den für den Pfannenwender. Ich habe es mir tatsächlich richtig gemerkt, wo er war. Und hier ist natürlich zum Glück auch noch eine weitere Frierfrucht. Jetzt geht der Käfig so runter gleich. Hätte ich witzig gefunden. Dann gleich sehr beängstigend. Und jetzt haben wir natürlich ein ganz großes Areal, wo hier überall noch irgendwas unten sein könnte. Weshalb ich mich auch hier gut umgucke. Ich glaube, es waren hier auch wieder Wasserfälle irgendwo am Start, wo wir auch wirklich noch ein paar glänzende Objekte bekommen konnten. Aber eben nicht mehr. Genau da. Ich glaube, die habe ich damals von hier unten geholt mit der Frierfrucht. Dabei sollte ich da, glaube ich, irgendwie mit Bungee runter oder irgendwie sowas. Irgendwie war da was. Ja, also ich glaube, die sollte ich auf jeden Fall jetzt nicht jetzt holen. Und apropos, nicht jetzt. Ich sollte, glaube ich, am besten noch nicht jetzt wieder den Rückweg hier antreten. Habe ich leider jetzt schon gemacht, aber zum Glück ist hier ein Blatt, was mich rettet. Okay, jetzt bekomme ich irgendwie eine Übersicht von allem, die mir ehrlich gesagt nicht hilft. Die zeigen mir ja zwar von irgendwie, ja, hier guck mal, über die Blätter kommst du da irgendwie hin, aber den Überblick behalte ich da doch sowieso nicht. Und ich weiß vor allem gar nicht, auf welches Blatt ich jetzt soll. Ich glaube, da hinten drauf. Nee, das war schon mal falsch und damit bin ich jetzt wahrscheinlich, ich bin nicht tot. Ja, ich möchte gar nicht sehen, ich komme hier ja erstmal gar nicht weiter. Ja, achso, ich muss gedrückt halten, das vergesse ich jedes Mal, weil ich es auch in extremst dämliche Mechanik finden. Komme ich da hoch? Nee. Was mache ich damit? Lass mich doch! Jedes Mal, wenn ich hier drauf baue, so kommt diese Sequenz. Es fühlt sich halt so an, als hätte ich hier noch irgendwas nicht freigeschaltet, was freigeschaltet sein muss. Ja komm, stirb bitte. Ich sterbe zwar eigentlich, aber er zeigt mir nochmal die Sequenz. Sehr nett. Jetzt bin ich halt wenigstens wieder am Anfang. Der Pfannenwender gehört ja uns. Den da gesammelt haben. Warum ist der eigentlich nicht hier unten? Bin ich ein bisschen dreist. So, drei Socken haben wir, zwei Pfannenwender. Tiki-Jagd und alle vermissten Camper finden. Ja, genau. Also den einen Pfannenwender, den wir jetzt hier von Mr. Krabs quasi bekommen, der da oben ist. Und halt einmal alle Camper finden. Das sind die Pfannenwender, die wir bisher kennen. So. Da kamen wir... Kommen wir da schon lang eigentlich? Weil da ist ja so ein Blatt. Ich weiß nicht, ob wir da drauf kommen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal hier lang. Und schaue, was wir dann von da aus erreichen können. Warum bin ich jetzt eigentlich durchgeballert? Irgendwie habe ich nicht so realisiert, dass mich das ja Energie kosten wird. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum ich das nicht verstanden habe. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Sprung nicht reicht. Und dann landen wir wieder am Anfang. Du hast meinen Rhythmus unterbrochen. Und deswegen... Jetzt will ich dir etwas brechen. Ja, deswegen finde ich diese Mission auch... Juhu, los geht's. Sehr nervig. Weil man da sehr leicht runterfallen kann und dann alles nochmal machen darf. Und es hat ein bisschen Schneemannpotenzial, also sandbergmäßig. Das wäre jetzt kacke, jetzt werde ich bestimmt getroffen, oder? Nein, werde ich nicht. Lande ich jetzt da? Ja, okay. So, ich war gerade da unten, da will ich jetzt natürlich nicht hin, sondern ich will jetzt hier oben mal hin. Und dann mal schauen, was hier abgeht.
Kann ich dich irgendwie... Ja gut, also Patrick, habe ich dich gerade auch erledigt, oder? Oder nee, du bist einfach nur weggelaufen. Aber ich kann dich, glaube ich, trotzdem erledigen. Hier ist ein Camper und hier ist ein Checkpoint. Braves Hündchen. Die Fanfare war gerade dafür, dass ich den Camper gefunden habe, oder? Der Typ ist immer noch da, der Sack. Ich dachte, ich hätte ihn vielleicht doch irgendwie besiegt. Jetzt ist er. Geschichte. Gut. So, wir haben hier aber trotzdem noch die Möglichkeit, weiterzugehen, ne? Und das ist jetzt so ein bisschen die Sache. Da oben ist auf jeden Fall ein Karton. Und hier hätten wir halt noch einen ganz neuen Bereich, glaube ich. Ich möchte jetzt nur mal gucken. Ich brauche den Überblick einfach. Was genau haben wir hier? Ein Tiki haben wir hier. So. Und mit dem habe ich nämlich, glaube ich, immer Kacke gemacht. Wir können ihn ja nicht durch den Karton mitnehmen, ne? Nur mal so als ganz grundsätzliche Sache. Und ich glaube, ich habe immer versucht, irgendwie über dieses Blatt... Oder ich habe versucht, den hier um die Ecke zu werfen oder irgendwie sowas. Aber es geht eigentlich irgendwie leichter. Also ich glaube, ich muss den hier irgendwie... Ja, es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mehr genau, was wir machen müssen. Da können wir auf jeden Fall nicht drauflaufen. Aber was können wir denn mit ihm überhaupt machen? Jetzt lande ich wieder hier. Nee, dann kann ich ja spontan erstmal gar nicht viel mehr mit ihm machen. Und was würde es mir überhaupt bringen hier drauf? Nee. Das wird mit dem Tiki nicht funktionieren, glaube ich. Ich kann da nirgends drauflaufen mit dem. Außer hier, aber da... Ach so, ich kann mit dem Tiki springen. Ja, stimmt. Aber nicht höher. Ah, guck mal. Ja, okay. Ich glaube, das könnte auch tatsächlich die Lösung gewesen sein, wie es beabsichtigt ist. Ich habe aber, glaube ich, irgendwie versucht, ihn um die Ecke zu werfen und dann hinterher zu springen. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Möchte mich nicht darauf festlegen, aber ich glaube, das war's. So. Und jetzt müssen wir nur noch den dritten Tiki irgendwie zurückbringen. Mal schauen, ob das jetzt noch so gut klappt. Und vielleicht klappt das sogar noch in diesem Part, das wäre fantastisch. Oh, Geschenke aus Holz. Hier gab es auf jeden Fall auch noch hier und da Secrets, also Socken am Pfannwender und irgendwas. Und die Sprünge sind auch tatsächlich recht knapp. Da müssen wir schon weit springen. Ich weiß halt echt nicht, was jetzt hier alles so noch kommt in dem Bereich. Oder wo ich überhaupt genau bin. Wie ich zurückkomme. Alles. Aber ich weiß, dass ich den kaputt machen kann. Und jetzt auch, dass hier eine weitere Wurffrucht ist und dass da drüben... Da oben ist auch noch irgendwas Interessantes. Dass da drüben ein Punkt ist, wo ich mal wieder zahlen muss. Aber ich glaube, ich kann den ja kaputt schmeißen, wenn ich denn nicht so richtig blöd wäre, wie ich bin. Hast du Bock, Patrick? Danke. Zack. Wunderbar. Den jagen wir auch hoch. Und da ist ein weiterer Camper. Ja, schauen wir mal, was wir in den nächsten 1-2 Minütchen noch schaffen. Dann kommen wir hier weiter. Okay, aber kommen wir denn von hier aus vielleicht? Ich möchte jetzt halt auch ungern viel riskieren, ne? Ist klar. Können wir den jetzt noch einen Ticken weiter... Können wir den noch einen Ticken... Ja, ich wollte nicht da hochballern. Weil da geht es ja auf jeden Fall weiter. Und ich würde gern gucken, wenn wir den vielleicht irgendwie... Ich wollte die Melone eigentlich noch einfach ein Stück weiter da dran werfen. Ich weiß nicht, ob das geht. Und ich weiß auch vor allem nicht, das ist wahrscheinlich nicht so beabsichtigt. Weil dafür sieht das hier viel zu buggy aus. Aber es kann klappen. Ich bin mir fast sicher, es kann klappen. Vielleicht kann es sogar klappen, wenn ich einfach nur auf die Wurfrucht drauf springe. Ist mir aber ehrlich gesagt zu gefährlich. Naja, ich glaube zum einen, wie gesagt, das ist nicht so beabsichtigt. Da kommen wir viel leichter hin. Trotzdem interessiert mich das gerade und die Wurfrute ist da unten irgendwo am Leben. So klappt es auf jeden Fall nicht und das war extremst doof jetzt, ja. Okay, aber wir leben noch. Wir haben, glaube ich, nicht mehr Energie verloren. Komm, vergiss es. Das lohnt sich nicht. Wir können auf jeden Fall das Tor hier aufmachen. Kurz mal gucken, wo kommen wir da hin? Ja, wir können dann da einfach links um die Ecke springen und sind dann noch da. Und da befindet sich ein Haken für SpongeBob. Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Wasserfall und den glänzenden Objekten. Und ja, im besten Falle werden wir dann da
den letzten Tiki direkt bekommen, ohne dass wir noch sterben zwischendurch und können dann direkt den Pfannenwender holen. Das wäre toll. Hat beim originalen LP auf jeden Fall nicht dann so einfach geklappt. Mal schauen, wie es läuft. Bis dahin. Tschüss.